Hi und Servus mal wieder zu einem Video vom Tobo. Heute schließen wir unsere Holosun Miniserie ab mit dem Review des Top-Produkts hier in meinen Händen, dem HS512C RD. Schauen wir uns mal den Lieferumfang des guten Stücks an. Der Lieferumfang kommt uns wieder mal sehr bekannt vor, genauso wie beim HS503 und beim HS510. Wieder mal hier schönes Pappäußeres, bedruckt, hochqualitativ, sehr schön gemacht. Mit einem Kunststoff-Inlay einer Kunststoffbox. Hier handelt es sich wieder um ein Klassikmodell. Dieses Modell ist so ziemlich das hochqualitativste, was er bei Holosun bekommt. Das gibt es noch in der Elite-Variante, dadurch kommt es dann in einer anderen Verpackung, nämlich in diesem schon mal angesprochenen Pelicase-ähnlichen Koffer. Hier wieder ganz normal unser Kunststoffkarton, aber sehr nett gemacht, sehr schön. Wieder mit Deckel und mit Schaumstoff-Inlay. Schauen wir uns mal ganz kurz die Broschüren an. Haben wir jetzt schon zweimal gesehen. Drittes Mal, ich spring bloß ganz kurz durch. Einmal die wichtigste Broschüre, die Hauptbroschüre mit den Zeichnungen, mit der Erklärung, Bedienung und auf der ersten Seite der CR2032 Ersatzbatterie. Dann haben wir noch die Garantiebroschüre, auch aufheben, sowie die Hinweise, wenn man zum Beispiel fehlsichtig ist und noch ein Hinweis zur Optik selbst. Dann haben wir hier das Inlay, wieder mal mit Brillenputztuch. Wieder ein bisschen Silikagel für die Lagerung. Und dann haben wir jetzt hier die Optik mit einem Schlitz hier oben. Da wäre eben die Batterie drin. Diese ist natürlich schon verbaut. Sowie einen kleinen Multitool mit Torx. Und eben natürlich die Optik selbst. Dieser kleine sexy Klotz. Denn den schauen wir uns jetzt eben an. Das hier ist nun die kleine süße Top-Optik hier in diesem Review. Des HS512. Das ist eine der robustesten Optiken auf dem ganzen Markt. Schauen wir uns doch mal ganz kurz die technischen Daten dazu an. Dann kommen wir jetzt zur Bedienung unseres letzten Geräts, dem HS512C RD von der Firma Holosun. Ein schöner kleiner Klotz aus Aluminium, wieder wunderbar T6, dieses Mal ohne Titan, aber super massiv, weil komplett gekapselt. Im Vergleich zum vorher getesteten HS510C, welches ein offenes Reflexvisier ist, ist das hier ein komplett gekapseltes, also ein geschlossenes Reflexvisier. Wir können wieder erkennen, wir haben hier unsere schönen großen Solarzellen, soll das so heißen. Gerät ist wieder komplett ohne Batterie bedienbar und hat auch eine Lichtautomatik. Linke Seite, Bedienung kennen wir noch vom HS510. Plus und Minus. Druck auf Plus oder Minus startet das Gerät. Druck auf beide gleichzeitig deaktiviert das Gerät. Lichtautomatik lässt sich wieder einschalten, 3 Sekunden auf Plus. Und Absehen ändern lässt sich wieder mit 3 Sekunden auf Minus. Schauen wir uns gleich an. Wir haben wieder unsere Einstellplatte für die vertikale Up and Down hier hinten. Und auf der rechten Seite für die horizontale rechts und links. Des Weiteren haben wir hier jetzt ein anderes Batteriefach. Das schauen wir uns gleich an. Und wir haben eine Torx-Schraube zum Montieren des Rohpunktvisiers. Hier wurde auf die Schnellspannmontage des 510er verzichtet. Schauen wir mal wieder hier durch das schöne große Sichtfeld. Ein Druck und das Gerät startet sofort. Wieder hier zu erkennen, unser großer 65 MOA Kreis mit 2 MOA Punkt. Nun drücke ich auf beide gleichzeitig, Gerät schaltet ab. Druck auf irgendeinen, Gerät schaltet ein. 3 Sekunden Minus gedrückt halten. Wechselt unser Absehen von Kreis um Punkt nur auf Punkt, 2 MOA. Wieder 3 Sekunden Minus gedrückt halten. Wechselt unser Absehen nur zum 65 MOA Kreis. Und nochmal 3 Sekunden gedrückt halten, wechselt das Absehen wieder zu 65 MOA Kreis und 2 MOA Punkt. 3 Sekunden halten wir jetzt Plus gedrückt und aktivieren dadurch unsere Automatik fürs Licht.
So, jetzt seht ihr natürlich nichts, weil ich nämlich jetzt hier gerade die Solarzellen abdecke. Wenn ich jetzt hier meine Hände auf die Solarzellen tue, seht ihr automatisch, wie mein Absehen dunkler wird und verschwindet. Jetzt nehme ich die Hand weg, tue die Hand wieder drauf. Das heißt, der Lichtsensor ist in den Solarzellen verbaut. Gerät dunkelt und hält sehr schnell auf, also sehr reaktionsfreudig, wenn er von einem dunklen Raum ins Helle geht oder von hellen ins Dunkle. Sehr, sehr schön und sehr schnelle Automatik. Ebenfalls wieder intelligent gemacht hier von Holosun, dass wir auch im Automatikbetrieb einen kleinen Einstellbereich haben. Ja, dieser ist nicht komplett deaktiviert, sondern ihr könnt jetzt sehen, ich kann jetzt hier mit Minus das minimal abdimmen, habt ihr jetzt gesehen, aber ich kann es auch wieder, wie ihr sehen könnt, minimal aufhellen. Und das ist super intelligent. Ich habe es schon beim 510 so gelobt. Das ist eine ganz eine tolle Automatik, die echt hervorragend funktioniert. Aber wenn ihr doch plötzlich in irgendeine Situation kommt, wo ihr merkt, ah, einen kleinen Ticken dunkler wäre cool oder einen kleinen Ticken heller wäre cool, dann habt ihr trotzdem die Möglichkeit, ohne sofort in den manuellen Modus zu wechseln, ganz kurz das Absehen leicht anzupassen. Und das ist echt so gut, wie es wird. Habe ich bisher noch bei keinem Rotpunkt gesehen. Und das ist wirklich Holosun. Chapeau, Hut ab. Kommen wir noch ganz kurz hier auf der rechten Seite eben zu dem Batteriecompartment. Sehr, sehr cool. Hat hier eine Schnellverschlussmontage, also wir können ohne Werkzeug zur Batterie. Hat hier eine Sperrklinke, die drücken wir und dann lässt sich hier dieser Hebel rausziehen. Und dieser Hebel wird nun gedreht und dann könnt ihr hier das Batteriefach rausziehen mit der umgedrehten CR2032 Batterie. Ja. Schauen wir, ob man es sehen kann. Batterie ist jetzt natürlich komplett ausgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt. Ich kann es mit meinem Auge sehen. Der Leuchtkreis ist immer noch aktiv. Wahnsinn. Also es funktioniert echt traumhaft. So, dann bauen wir das wieder ein. Plus Unterseite einfach hier reinstecken, drehen und dann wieder hier reinklappen und das Teil ist fest. Das zur Bedienung des HS512CRD, einer echt Oberklasse Optik, muss man wirklich sagen. Die Features, ein Traum. Einstellung, kinderleicht. Nachdem wir jetzt die technischen Daten und die Bedienung angesehen haben, kommen wir zu meiner persönlichen Meinung dieser tollen Optik. Die Technik des HS512 ist zu 100% identisch zum HS510, welches ich euch vorher schon vorgestellt habe. Der große Unterschied könnt ihr hier erkennen. Das HS500C ist ein offenes Reflexvisier. Hier das 512 ist ein geschlossenes Reflexvisier. Soll bedeuten, wir haben hier eine komplette Kapselung des Emitters, der Licht auf eure Linse wirft. Beim 510 kann es passieren, dass wenn ihr die Waffe zum Beispiel eben vor eurer Brust habt oder wie immer, es schneit euch vorne rein. Oder regnet stark rein, oder euch fliegt Schlamm, Schmutz, irgendwas vor die Linse. Ein Emitter könnt ihr in der Regel schnell auswischen. Okay, aber wenn halt vorne was in der Linse ist, seid ihr unter Umständen halt dann mal ganz kurz beschäftigt, das Ding sauber zu machen, ja, dass ihr wieder was sehen könnt. Bei dem Teil hier ist es nicht möglich. Stickstoff bedampft das Inneres, da kann nichts kondensieren, und wir haben Panzerglas vorne und hinten. Und ich meine, ihr hört es schon am Ton. Das ist ziemlich massives Glas. Komplett gekapselt durch T6 Aluminium. Hier gibt es noch eine höherwertigere Variante, die auch nochmal deutlich teurer ist, nämlich mit einem kompletten Korpus aus Titan. Das 512er ist so die Speerspitze von Holosun. Das hier ist die T6 Alu-Variante. Dann gibt es noch eine weitere Alu-Variante mit einem anderen Absehen in Grün und eben dann die Elite-Version mit dem angesprochenen Titan-Korpus. Kostet dann halt irgendwie 660, 670 Euro. Das hier ist die Version für 410 Euro. Ist dadurch preislich jetzt nicht mehr unbedingt auf der günstigen Seite des Lebens, aber für die Qualität und natürlich den Lieferumfang, den er bei dieser Optik bekommt, absolut starke Sache. Schrauben wir das Teil mal ganz kurz jetzt auf meine AR-15 und dann schauen wir uns das nochmal auf der Waffe genauer an. So sieht es nun aus. Schön integriert auf der Waffe. Ich dachte erst, es wird ein ziemlich hässliches Endline. Muss aber mittlerweile gestehen, ich finde das optisch relativ unaufdringlich, ganz ehrlich. Und wir haben auch nach wie vor die Möglichkeit, Co-Witness zu schießen. Jetzt nicht mehr direkt Lower Third, aber wir haben jetzt absolut Co-Witness. Also der Rotpunkt deckt sich genau mit meinem Korn.
Das passt wunderbar. Also, falls das Teil doch sterben sollte, könnt ihr einfach nach wie vor mit euren Backup-Visieren durch die Optik durchschießen. Was auch noch ein sehr schönes Feature ist, wir haben in diesem kompletten T6-Korpus die Montage mit integriert. Das ist auch der Unterschied zum 510er. Da ist die Montage unten mit eben 4 Torx-Schrauben festgeschraubt. Hier ist es ein Block. Das ganze Gehäuse ist ein Teil. Soll also heißen, wir haben hier leider keine Schnellspannmechanik mehr, aber die Montage ist im Gerät drin. Das heißt, es ist die starrste Verbindung, die ihr haben könnt, weil einfach euer ganzer Rotpunkt ein Klotz ist. Was natürlich zur Wiederholgenauigkeit auch beiträgt, das ist eine feine Sache. Gewicht haben wir hier bei dem Teil, wie angesprochen, so um die 230 Gramm, 233 Gramm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Damit ist es immer noch bedeutend leichter als mein bisher genutztes Strike Fire 2 von Vortex mit 370 Gramm samt Montage. Natürlich ist es nicht so leicht hier wie unser schönes HS503, aber natürlich ist es auch eine andere Art von Optik. Ja. Das hier ist super fürs Budget, das hier ist jetzt durchaus Top-End. Rein was die Sicht angeht, das Sichtfeld ist sehr groß, auch hier der Rahmen, man denkt, es ist recht klobig und klotzig, aber auch hier beide Augen offen, unser Sichtfeld ist sehr groß. Parallaxefrei, nichts davon zu merken. Hervorragend. Genauso wie beim 510er haben wir eben unsere verschiedensten Absehen. Ne? Sehr präziser 2 MOA Punkt, um weite Entfernungen präzise beschießen zu können. Und der große 65 MOA Kreis, um eben hier CQB bzw. halt auch im Nahbereich dynamisch sehr schnell und effizient schießen zu können. Und natürlich die Möglichkeit, beides zu kombinieren. 65 MOA Kreis, 2 MOA Punkt. Automatikbetrieb, wie bereits auch beim 510er, sehr intelligent, sehr, sehr schnell und hat dadurch eben eine Laufzeit mit diesen Solarpanelen von 50.000 Stunden im Punktbetrieb. Ich kann die Batterie eben komplett rausnehmen, habt ihr gesehen, die Bedienung, und das Teil läuft immer noch. Also Backup-mäßig vom Allerfeinsten. Automatikmodus ist das, was ich bei den Holosuns euch ans Herz lege. Das reicht. Einfach anlassen, hinlegen, Shake-Awake-Technologie, schläft die Optik in 8 Minuten ein. Einmal rütteln, einmal bewegen oder aus dem Schrank nehmen, in die Hand nehmen. Optik springt zuverlässig sofort wieder an. Alternativ schaltet ihr das Ding einfach in den manuellen Modus und könnt mit Plus und Minus ganz normal die Helligkeit dimmen. Wir haben, wie bei allen Produkten, die wir vorgestellt haben, 10 Helligkeitsstufen plus 2 Nachtsichtstufen. Ist auch heftig, 2 Stück. Normalerweise bin ich nur eine gewohnt, wenn du überhaupt eine hast. Hier haben wir 2 Nachtsichtstufen. Eben dadurch diese intelligente Lichttechnologie, ne, selbst die Möglichkeit, wenn wir merken sollten, ah, es ist uns ein bisschen zu hell oder ein bisschen zu dunkel, können wir selbst im Automatikmodus mit dem Druck auf Plus und Minus das ganz leicht noch anpassen. Wie beim 510er, das ist so gut wie es wird, habe ich bisher noch bei keiner Optik gesehen. Und auch nicht bei wirklich deutlich teuren Optiken, dass die dieses Feature hier haben. Hat jetzt seinen Preis, tun wir mal nichts weg, aber es ist eine Optik, da muss ich sagen, ganz ehrlich Leute, damit bist du der King. Es gibt so gesehen technisch keinen großen Unterschied zum 510er. Wie rechtfertigt man nun den Aufpreis von 350 auf 410 Euro, also von 60 Euro circa Aufpreis? Kann man machen, muss man nicht, wenn du jetzt nur als Sportschütze unterwegs bist und das Teil in einer kontrollierten Umgebung schießt, macht das Teil hier relativ wenig Sinn. Dann kaufst du dir, wenn du auf dieses große Sichtfeld stehst, lieber das 510er. Wenn du aber sagst, keine Ahnung, gerade auch für behördliche Anwender, das Teil muss einfach laufen. Also das ist durchaus ein professionelles Gerät. Das Ding muss laufen. Egal bei Wind und Wetter, Schmutz, Dreck, Sonnenschein, völlig egal. Dann führt kein Weg an einem gekapselten System vorbei. Deswegen nehmen wir dann auch ganz gern so ein Aimpoint oder sowas. Einfach ganz ehrlich Leute, Glas vorne, Glas hinten, da kann nichts reinkommen. Wischt du die Linsen ab. Und das hier jetzt als Reflexvisier so im Stile von der EOTech Linse, ne? Die eher quadratische Linse. Quadratisch, rechteckig. Und da muss ich dazu sagen, also ich bin absolut begeistert. Das hier ist eine Optik, die toppt die beiden vorherigen in der Hinsicht auf jeden Fall. Technisch gesehen toppt es das 510 nicht, aber als Gesamtpaket von der Robustheit her, was willst du sagen, ne? Auch hier 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Garantie auf die Elite-Modelle, ist eine hervorragende Garantie, kann man nichts sagen. Hoffe, dieses Review zu HS 512 CRD hat euch gefallen. Like da lassen, Abo da lassen, würde mich freuen.
Bald folgt noch ein abschließendes, definitiv abschließendes Video zur HoloSun-Serie, wo ich einfach meine persönliche Meinung nochmal zu allen drei Optiken sagen werde, was man wo kaufen kann, meiner Meinung nach. Aber nun habt ihr den Überblick über diese drei Geräte, welche ich auch alle drei empfehle. Und ich bin echt ziemlich traurig, dass ich die wieder zurückgeben muss. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht kaufe ich aber auch eins ab. Das werden wir sehen. Weil ich bin in alle drei hart verliebt. Weil jedes einzelne seinen Daseinszweck hat und seine Berechtigung. Das günstigste fürs Geld, ein Traum, aber auch das teuerste. Und ich liebe auch das 510. Also ich liebe alle drei. Das ist jetzt mein Problem. In diesem Sinne, haut rein. Ciao und Servus.